Aufschlagsball dreimal abgewehrt und Aufschlag Andreas Schatten. Ja! Es wird noch einmal eng. Nach einer 10:6 Führung. Und dann ein relativ leichter Fehler an die Netzkante gespielt und aus. Das gleiche Schicksal auf der anderen Seite. Und Satzball Nummer 5. Mit der Startnummer 360 Gottschaller gegen Böhm. Startnummer 371. Max Hüb. 321 gegen Manuel Hoffmann. Komm mal noch, auf geht's. Coach Merkel zusammen mit Steffi Kölner, viele Jahre eines der besten Herren der Mittelfrankens. Erster Satzball abgewehrt. Sabine Winter. Und Glück zum 10:10. Ein Tischkantenball. Der lässt sie mutig werden. Jetzt Satzball für Brickel. Aber einmal ausgleichende Gerechtigkeit. Auch hier geht der Ball an die Tischkante. Jetzt wieder Vorteil Sabine Winter. Vermeintlich leichter Returnfehler 12:12. Okay, 13:13. Und Satzball Winter. Beim 15:14 erneut ein Satzball für Sabine Winter. Und wieder Ausgleich. Beide. Und da ist der Zahn gezogen.
Uwe Liebchen gegen Andreas Bittner. Und als aufmerksamer Zählerich am Tisch, Sportkamerad Knorr, der hatte über Jahre eines der führenden Sportfachgeschäfte in Nürnberg für Züchtungsartikel und hat unzählige der Bundesliga-Begegnungen des TTC Rettenbach geleitet. Gut! Und da spielte Liebchen wohl etwas zu. Kein Problem für Andi Bittner, auch wenn er den ersten Matchball hier etwas großzügig vergibt. Ein überzeugendes 3:0. Sie durfte man im Halbfinale der Jungen erwarten. Frauendorfer gegen Jan Gottal, ein Ansbacher Gewächs aus Mittelfranken. Der Vorsprung von Frauendorfer im ersten Satz, der ist weg. 8:8, jetzt wieder ein Punkt Führung, 9:8. Der erste Satz verspricht Spannung. Ein guter Aufschlag und schlechter Return. Der Punkt war da, aber jetzt steht es zum Weiter. Und Frauendorfer serviert. Nach vergebenem ersten Satzball, nun Satzball gegen Gottal, der aber sofort wieder ausgleichen kann. 11:11. Und da geht der erste Satz doch noch an Frauendorfer. Und das alles unter den Augen der bayerischen Mädelwartin Barbara Schätzler-Knapp von Kräuterfurt. Caroline Frey
Jetzt haben es Eschenbach gegen Kustermann. Halbfinale der Mädchen. Und der Schiedsrichter am Tisch zeigt es an. Auszeit. Sie scheinen geholfen zu haben, die Tipps von Martin Schellhorn aus Regensburg. Caroline Frey ist nach zwischenzeitlichem Rückstand wieder im Match. Sieben zu sieben und sie muss diesen Satz gewinnen, wenn sie im Spiel bleiben will. Ansonsten wäre das ein 3 zu 1 für Kustermann. Großartiger Ballwechsel leider zugunsten von Kustermann, die jetzt 9 zu 7 führt bei Aufschlag frei. Der Schiri hat das Ergebnis korrigiert, 10 zu 8, das war also bereits der Matchball und damit ist Caroline Frey ausgeschieden. Die Siegerin freut sich über den Einzug in das Mädchenfinale. Am anderen Tisch hat Jan Gotthals inzwischen ausgeglichen zum 1 zu 1. Pure Spannung auch im zweiten Mädchenhalbfinale. Angelina Gürz, TDC Rückenbach. Mit Zweit-Bundesliga-Erfahrung gegen Carina Galbrecht. Und den
fünften und alles entscheidenden Satz eine hauchdünne Führung für Götz. Mit einer ganz steilen Rückhand ausgeglichen. Zwei Setzbälle für Christoph Fraundorfer. Und der erste bringt ihm eine 2:1 Führung. Während Angelina Götz nach verspielter Führung erst einmal eine Auszeit nimmt. Netz raus, 6:6. Jetzt gilt's. Wieder eine gefühlvolle Rückhand von Galbrecht, aber gut aufgepasst von Angelina Götz. Nach der Auszeit also 2 Punkte für Angelina. Und das war der dritte in Folge. Jetzt ist sie 3 Punkte entfernt vom Einzug ins Mädchenendspiel. Netzaufschlag vom Schiri. Nicht erkannt. Zugunsten von Angelina Görr, die den Punkt machen kann. 9:7. Und noch einmal Netz raus. 3 Matchbälle. Und da ist es doch noch geschafft. Ein Musterbeispiel für eine klug genommene Auszeit. Nach der Auszeit hat Angelina Götz nur noch einen einzigen Punkt abgegeben und gewinnt das Halbfinale 3:2. Und mittlerweile hat Christoph Fraundorfer 4 Matchbälle, der erste davon sitzt. Doch noch ein überzeugendes 3:1 von Fraundorfer gegen Jan Gottal. Der Schiri notiert.